Wort. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich heute hier stehen kann und ich merke, dass gerade etwas Neues passiert. Und es fühlt sich wie Aufbruch an. Und es begeistert mich, euch alle heute hier zu sehen, denn ich spüre diesen Aufbruch auch durch euch. Vergangene Woche bin ich mit Tina Siebeneicher, der Stadträtin aus Dresden, unterwegs gewesen. Sie hat eine Jugendsprechstunde unter freiem Himmel organisiert. Und Jugendliche, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen, haben mit uns gemeinsam darüber diskutiert, wie eine klimagerechte Stadt aussehen kann. Und es war ein Moment, der mich in meiner unerschütterlichen Zuversicht bestätigt hat. Es hat mich bestärkt, dass gerade junge Menschen ihr Schicksal selber in die Hand nehmen wollen. Und die Jugendlichen, die hatten auch ganz konkrete Ideen, wie sich Politik ändern muss. Die wollen einen kostengünstigen ÖPNV, die wollen mehr Radwege, die wollen weniger Müll, die wollen mehr erneuerbare Energien und bei dem Ganzen sollen die Bürgerinnen und Bürger auch besser beteiligt werden. Und all diese jungen Leute, die waren so entschlossen, mit ihren Ideen für eine Welt zu kämpfen, in welcher sie und ihre Kinder auch in den kommenden Jahrzehnten noch gesund und glücklich leben können. Lasst uns an ihrer Seite stehen, für die Zukunft der kommenden Generationen auch hier in Sachsen sorgen. Und es ist deshalb unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Politik in Sachsen nach dem 1. September endlich ihrer Verantwortung gerecht wird und entschieden für mehr Klimaschutz kämpft, mit dem schnellstmöglichen Ausstieg aus der Braunkohle und mit einer Verkehrswende, die den Namen Wende tatsächlich auch verdient hat. Denn einen wirksamen Kampf gegen den Klimawandel wird es nur geben, wenn wir den Verkehr in Sachsen endlich besser organisieren. Und dazu brauchen wir eine Mobilitätswende und eine Mobilitätsgarantie, damit niemand mehr aufs Auto angewiesen ist, um zuverlässig und sicher von A nach B zu kommen. Und wir müssen endlich mehr Güter auf die Schiene bekommen. Und dieser Freistaat braucht verdammt noch mal keine Diskussion über einen achtspurigen Ausbau der A4, sondern über gut organisierten Güterverkehr. Und deswegen wird es eine Verkehrswende nur mit einer politischen Wende auch am 1. September geben. Aber das alles, das gilt nicht nur für die Verkehrspolitik, sondern noch viel mehr für die Zukunft von Rechtsstaat und Demokratie in Sachsen. Ich will mit euch gemeinsam dafür kämpfen, dass nach dem 1. September wieder entschlossen Haltung gezeigt wird. Haltung für Demokratie, gegen die Verfassungsfeinde und für Weltoffenheit. Und dazu gehört auch eine grundlegende gesellschaftliche Modernisierung in Sachsen, die Frauen zu ihrem Recht verhilft, die für mehr Beteiligungsrechte der Menschen einsteht, entschieden Minderheiten schützt und Vielfalt lebt. Und wir brauchen einen Staat, der Gerechtigkeit und soziale Sicherheit sicherstellt. Lasst uns deswegen Sachsen zu einem Erfolgsmodell machen, als ein Land, in dem die Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit Zukunft gestalten, in der Vielfalt, Gemeinsamkeit und Gerechtigkeit im Vordergrund stehen. Und das sind alles keine hohlen Phrasen für mich, sondern das ist das, was ich mir vor vielen Jahren selber gewünscht habe. Ich weiß, wie es ist, im Plattenbau groß geworden zu sein. Und ich weiß, wie es ist, wenn man als Jugendliche mit grünen Haaren durch die Stadt geht und Angst haben muss, dass einen Nazis verfolgen. Und ich weiß, was es heißt, wenn die Eltern lieber wollen, dass man eine Ausbildung macht, als zu studieren, aber nicht, weil sie es mir nicht zugetraut hätten,
sondern weil sie die Befürchtung hatten, dass sie es sich schlicht nicht leisten können. Aber ich weiß auch, dass man es schaffen kann, wenn man Unterstützung hat. Und deswegen möchte ich, dass kein Kind in diesem Land zurückgelassen wird. Ich will, dass alle eine Chance bekommen und die Unterstützung, die sie brauchen. Und in all den Bundesländern, in denen ich bisher gelebt habe, sei es in Thüringen, sei es in NRW, sei es in Berlin oder auch in Hessen, in all diesen Ländern habe ich selbst erlebt, dass Regierungswechsel einem Land gut tun können. Und ich bin nicht nach Sachsen zurückgekommen, um weiter zuzuschauen, wie die CDU die Zukunft unserer Heimat, unseres Bundeslandes weiter gefährdet. Und den Wunsch nach einem Wechsel nach 28 Jahren CDU-Regierung, ich glaube, den spüren wir gerade alle in diesem Land. Und dieser Wunsch nach einem Wechsel, liebe Freundinnen und Freunde, dieser Wunsch ist auch ein Wunsch nach starken Grünen im nächsten Sächsischen Landtag. Und deshalb, und weil mir die Themen, für die ich stehe, und wir uns gemeinsam engagieren, diese Wahl entscheiden werden, habe ich mich auch dazu entschieden, heute auf Listenplatz 1 zu kandidieren. Weil es in diesem Land endlich eine andere politische Kultur, mehr Chancen für starke Frauen, eine Sozialpolitik, die alle im Blick hat und nicht zuletzt eine soziale Verkehrspolitik für alle geben muss. Und ich möchte mit euch in einen kraftvollen, in einen zuversichtlichen Wahlkampf ziehen. Erstmal für unsere Kommunen und für Europa und dann rocken wir die Landtagswahl. Also lasst uns die Errungenschaften der freiheitlichen Demokratie verteidigen und lasst uns dafür sorgen, dass wir eines Tages jenen jungen Menschen, die heute demonstrieren, eine wirklich lebenswerte Zukunft anvertrauen können. Und deswegen bitte ich auch euch um euer Vertrauen. Danke.